Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Spore. Wir sind jetzt hier unterwegs und müssen erstmal hier unsere Kolonie einnehmen, beziehungsweise nicht Kolonien, das wird unsere neue Kolonie. Das System Mittler. Das hätten wir damit erledigt. Ups. Wir nehmen die Protonenraketen und feuern die feindlichen Schiffe noch ab. In uns sind, glaube ich, auch noch ein paar. Oh ja, hier. Genau, jetzt ist natürlich Full Defensive für sie angesagt. Ups. Okay. Gut. Oha. Hier ist ja ganz schön was los. So, die Protonenrakete. Oh je. Yeah. Ich konzentriere natürlich jetzt erstmal alles auf mich. Okay, gut. Damit können wir zumindest schon mal arbeiten und werden jetzt mal auch hier wieder die Infrastruktur zerstören. Es sind jetzt noch 40 Kolonien übrig geblieben jetzt. Und mal schauen, wie schnell wir das jetzt hier hinbekommen. Erstmal halt immer wieder ein bisschen was runterhauen. Ups, so, da war noch ein kleines Schiff gewesen hier. Aber unsere Energie, die sagt auch schon wieder umdrehen und neu aufladen. So, auch das ist jetzt schon, auch die haben jetzt schon kapituliert. Ich müsste halt ein Reich finden, welches mir irgendwie jetzt die Gewürze erstmal abkauft, weil ich habe nämlich keine Kohle mehr. Und ja, dann muss ich mal schauen. Gut, wir gehen jetzt nochmal hier hin, werden wahrscheinlich nochmal aufladen. Die würden es mir nicht verkaufen. Mittlerer Frachtraum, kleine Gesundheit, Kolonie unfassbar, Paket, gelernte Ebenen, Reparaturstelle, ein Teil deines Raumschiffs wiederher, Getreidekiste, Mini-Glücksstrahl, Eissturm, Atmosphärengenerator. Das ist alles nicht das, was ich möchte eigentlich. Freunde der Sonne. Vielleicht will dieses System ja mit mir vernünftig handeln. Ah, die würden es für 40.000 verkaufen. Gesundheit, Batterie. Ich bräuchte eine Batterie. So ein Symbol für Batterie bräuchte ich. Aber gut, wir gehen dann einfach nochmal zurück. Das muss halt jetzt erstmal so ein bisschen hier nubig halt irgendwie ablaufen, dass wir das irgendwie hinbekommen, diese dumme Kolonie hier zu holen. Weil die sind mir schon tierisch auf den Sack gegangen hier. Oh, da sind sogar wieder ein paar Schiffchen. Ja, meine Freunde. Jawohl. Da ist noch eins. Okay. Ich glaube hier, das hatten wir ja schon gehabt. Das heißt, drei fehlen jetzt noch. Und jetzt hier werden wir uns auch wahrscheinlich erstmal auch wieder den Geschützen widmen müssen. Oh ja. Okay, das hätten wir auch. Okay, erstmal wieder die Infrastruktur natürlich. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier direkt drauf gehen würde, das würde es nicht wirklich bringen irgendwie. Nee, die müssen erstmal hier wahrscheinlich alle aus ihren Häusern rauskommen, um da halt überhaupt zu merken, was hier los ist. Dass der Planet angegriffen wird. So, jetzt können wir hier auf das Rathaus gehen, aber wir haben auch wieder hier keine Energie mehr dafür. Nicht mal mehr Energie für das Rathaus. Los, nimmt das Rathaus jetzt ein hier. Okay, das wurde jetzt auch kapituliert.
wahrscheinlich bringt es mehr, wenn wir mit diesem Impuls wirklich arbeiten, weil es dauert zwar länger, allerdings haben wir weniger Wartungskosten. So, Energie des Schiffes erstmal wieder aufladen. So, ehe wir jetzt hier immer Ewigkeiten irgendwo herumfliegen, machen wir das lieber jetzt hier gleich hier. Denn wir haben ja auch das Geld dafür. Okay. So, eins ist jetzt auf jeden Fall noch da. So, gut. So, hier wieder erstmal die Geschütze wegballern. Oh, oh, hier ist sogar noch ein Raumschiff dazwischen. Was machst du denn du hier? Hast dich ein bisschen verirrt oder was? Das muss weg. Alles weg. Okay. Oh, hier sind auch noch Geschütze. Okay, so, dann Schild Mini-Impuls. Weil der so wenig Schaden macht er gar nicht. Der macht nur. Verbraucht aber halt auf jeden Fall deutlich weniger Energie. Wobei der unterschiedlichen Schaden macht, soweit ich das jetzt so beurteilen kann. Weil der scheinbar auch Flächenschaden eher noch macht. So, dass ich jetzt eigentlich mit dem Laser gut arbeiten kann. Genau, richtig. Das heißt. Ah, okay. Das heißt, ich arbeite meinetwegen zum Beispiel mit dem Impuls. Schieße ich die Kolonien runter. Weil ich damit fast alle Gebäude erwische und somit der Einfluss des anderen Reiches halt auch sinkt. Und ich somit. Nehmen wir uns noch die Protonenrakete. So, das Schild ist nicht aktiv gerade. So, und ich halt dadurch, dass ich alle Ziele halt treffe, ich halt mit dem Laser dann das halt schnell runterhauen kann. Das so als Tipp habe ich gerade halt so herausgefunden. Ha! Schlaues Kerlchen bin ich. Nein. Gut Impuls. Gut. Ja, man sieht schon hier, beziehungsweise ihr seht das ja jetzt schon hier. Okay, oder ist das hier Flächenschaden? Ich weiß es gar nicht. So, Gesundheit haben wir eigentlich noch ausreichend zur Verfügung stehen. Die Kolonien haben sich ja nicht alle bisher ergeben. Also da können wir eigentlich auch gleich noch mit dem Laser wahrscheinlich gleich mal noch ankommen. Um dann letztlich, jetzt ist es in der Zeit für einen Laser. Und damit können wir das Rathaus ohne Probleme einnehmen. Müsste kein Problem sein. Genau, ist erobert worden. Ich beanspruche diesen Ort für mich. Und damit müsste das Reich dieser Amahani auch komplett zerstört sein eigentlich. Glückwunsch, du hast deine Feinde mit militärischer Macht zur Aufgabe gezwungen und ihr System erobert. Okay. Ja, also ich habe jetzt natürlich das Heimatsystem. Das ist ja okay. Ja, gut, die Karte ist trotzdem noch halb rot gefärbt auf jeden Fall. Beziehungsweise ziemlich rot gefärbt. Schnappen wir uns hier auf jeden Fall mal das Gewürz. Hier wird sie. Okay. So, Flittreich, seid gegrüßt, handeln, reparieren, Handel. Ja gut, die würden das jetzt nicht nehmen wollen. So, 100.000 ist jetzt noch übrig geblieben. Wir stehen jetzt, glaube ich, jetzt noch mit Lila hier im Konflikt und ich weiß gar nicht, hier unten. Die hier auch noch. Ja. So, dass jetzt Lila hier noch fehlt. Weil wir können eigentlich mal, na gut, es würde ja nichts nützen halt letztlich, eigentlich. Mittler.
Ja, das sind unsere Systeme, die wir halt gerade erst eingenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, warum dort ein Kriegszeichen darüber ist, aber das werden wir sicherlich auch noch herausfinden demnächst. Handel? Nein, die würden das trotzdem noch viel zu wenig nehmen. Wo kriegt man denn am besten raus, was jetzt die einzelnen Systeme am ehesten nehmen? Also, das ist mir bisher auch noch nicht ganz schlüssig geworden. Die würden dafür auch viel zu wenig nehmen. Für dieses Gewürz. Da gucken wir hier lieber nochmal nach. Handel. Ja, 5000 wären das. Naja, gut. Naja, da gucke ich lieber dann doch nochmal durch die Systeme durch. Bei 5000. Ich finde 5000 etwas wenig, weil ich würde mir eigentlich ganz gerne vielleicht doch so ein System hier kaufen wollen. Gleich noch dazu irgendwann. Irgendwann. Also jetzt wären wir wieder auf Petra. Da bekommen wir wieder diese 15 weitere Gewürz. Hier nochmal 5 Gewürz. Ja, genau, das heißt, unsere Erde wird gerade mal wieder angegriffen. Ups. Und rein damit mit uns. So, wir sind ja gut im Krieg gerüstet bisher, beziehungsweise sind ja jetzt schon kriegserprobt und erfahren, sozusagen. Okay, gut, das ist schnell weg gewesen hier. Wobei eigentlich auch die Verteidigung teilweise auch ausreichen müsste, es sind eigentlich genügend Geschütze eigentlich auch vorhanden. Weil so stark sind die NPCs ja dann doch nicht. Das muss man ja wirklich auch dazu sagen. Stark sind die NPCs nicht. Ist ja letztlich auch auf einfach gestellt. Aber es ist, ja, es ist etwas nervig, ne? Man hat die ganzen Aufgaben hier eigentlich noch. Aber man kommt halt nicht so richtig dazu. So, 5 weitere. Oh, hier haben wir blau, glaube ich, auf Kato. Ist das auch unser System? Litreich. Also die würden hier zum. Oh, die würden hier unser rotes Gewürz gut abkaufen. Ah, dann kriegen die auch meinetwegen noch das blaue Gewürz. Und damit hätten wir 1 Million. Und somit können wir eigentlich auch irgendwo ein System auch wieder uns aneignen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir. Wollen wir dieses System? Wir schauen mal, ob wir dieses System vielleicht bekommen würden. Wir reden mal mit dem Flit. Oder? Welches System wollen wir denn? Weil dieses System würde mir vielleicht noch gut, am besten noch gefallen. So, ich würde gerne dieses System käuflich erwerben. Okay. Die würden, damit würde, also mit 1 Million kommen wir jetzt hier gerade nicht weit. Bei diesem System. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir hier trotzdem noch irgendwie eine Million irgendwie aushandeln. Ups, handel nicht, sondern nochmal. Probieren wir es hier nochmal. Wie gesagt, die Dinger sind ja hier vorhanden. Das ist ja kein Problem, die dann wieder neu aufzubauen. Aber irgendwie will da keiner die Systeme da rausrücken. Gerade eben. Hier hätten wir das System noch. Mein gut, wenn wir das System bekommen würden, das scheint für diese sowieso relativ unbedeutend zu sein. Okay, das System konnten wir käuflich erwerben. Und mit dem Verhandlungsgeschick von mir konnte ich ein weiteres System, ja, zu meinem Reich jetzt auch hinzufügen. Ups, einmal drehen. So, wir hatten, glaube ich, hier schon Terraform, glaube ich.
So, 10 haben wir hier wieder bekommen, 10 Gewürz. Okay, und was da Seltsames auf dem Planeten Karus vor sich geht, erfahren wir in der nächsten Folge bei Let's Play Spore. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.